What the fuck? Okay, jetzt bin ich mir sicher, der Mensch ist wirklich zu allem fähig. Es ist 1 Uhr nachts und ich kann nicht schlafen, obwohl ich morgen früh raus muss. Und was genau raubt mir diesen Schlaf? Wie so oft ist es ein verstörendes Video, was mir zugeschickt wurde. Ein YouTuber aus Spanien hat sich gedacht, dass er gerne mal Erfolg haben würde. Jedoch hat es mit seinen normalen Videos anscheinend nicht geklappt und da kam er auf die grandiose Idee, seine Katze zu schlagen, mit Stockhieben und Tritten zu traktieren, die Katze herumzuschleudern und so lange auf sie einzuschlagen, bis sie stirbt. Und als wenn das nicht schon genug wäre, generiert er auf dieses Video einfach über 4 Millionen Aufrufe, wobei überwiegend nur Dislikes hageln, gerechtfertigterweise. Nichtsdestotrotz frage ich mich, wie ein menschliches Wesen so etwas Grausames übers Herz bringen kann. Vielleicht könnt ihr mir das ja unten in den Kommentaren erklären und mir dazu auch noch erläutern, wie dieses Video einfach über 11.000 Likes haben kann. Wenn ihr wüsstet, was ich mit dieser Person machen würde, naja, sagen wir mal so, es ist besser, das auf YouTube nicht auszusprechen. Zu allem Überfluss zeigt er dann noch, wie er eine Babykatze ins Klo schmeißt, in ein Klo, wo er kurz zuvor reingeschissen hat. Also badet die Babykatze in seiner Scheiße und versucht verzweifelt, sich aus dieser ausweglosen Falle zu befreien. Und jetzt fragt mich bitte nochmal, warum ich die Hoffnung in die Menschheit immer mehr verliere. Naja, danke fürs Zuhören, ich musste das einfach mal loswerden und auch wenn ich damit jetzt mein Ranking auf YouTube zerstört habe, juckt mich nicht die Bohne, ich musste das einfach loswerden, denn geteiltes Leid ist halbes Leid, oder wie war das nochmal? In diesem Sinne wünsche ich euch eine angenehme Nacht, passt auf euch auf, bleibt sauber, bleibt real und denkt immer daran, die menschliche Dummheit ist einfach nur grenzenlos.